und willkommen zurück zu Weird Park. Jetzt wollen wir mal schauen, was passiert, wenn wir unsere Kerze, die ich gerade nicht finde, doch hier, aufpacken. Nein! Ach so, Moment. Habe ich denn gar nichts? Oh, das ist ja jetzt wieder echt eine Schweinerei. Also wirklich. So geht das aber nicht. Nee, nee. Einfach so veräppelt werde ich. Joa, was mache ich denn dann jetzt? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Man hat aber auch immer so viele Sachen. Oder zumindest, ich habe noch so viele Sachen. Und ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Oh, was haben wir denn hier noch? Die Holzstücke könnten sich jetzt nützlich erweisen. Ich muss nur einen Weg finden, um die Nägel zu entfernen. Ah! Moment, wo ist die Zange? Da! Jo, danke, aber was mache ich denn jetzt mit den Holzstücken? Eine sehr gute Frage. Sollen wir mal die Holzstücke hier reinwerfen? Nö, okay. Dann nicht. Dann nehme ich. Und dann schauen wir hier nochmal. Und gucken hier nochmal rein. Ja. Aber mit den Holzstücken kann man ja auch nichts machen. Nö. Moment. Moment, ich habe voll die abstrakte Idee. Ich hätte jetzt echt losgelacht. Hallo, mein kleiner Freund. Kannst du mir mal sagen, was ich machen soll? Nee, ich glaube, hier ist jetzt alles fertig. Hier haben wir alles. So, hier scheint ja auch nichts mehr zu sein. Nee. Hier haben wir anscheinend auch alles. Nee, dann müssen wir ja nur noch hier irgendwas machen, ne? Moment. Okay, ich soll hier rein. Okay. Gut, dann schaue ich mal, ob ich es so irgendwie hinbekomme. Ach so. Meine Güte. Ah, der Korkenzieher ist fest. Jetzt nehmen wir den Föhn. Prima, Ballerina. Dann tänzeln wir doch mal zurück. Und los geht's. Piep. So. Mhm. Und da ist jetzt das Rezept drin, oder wie? Ja, okay. Und was mache ich jetzt damit? Was ist alles so mysteriös? Mie. Nee, okay, ich soll da bleiben. So, dann schauen wir doch noch mal rein. Nichts, nichts, nichts. Ich soll hier hin? Hä? Ach so, oh nein, ich raffe es. Oh. Das ist echt traurig, dass ich auf die Idee nicht gekommen bin. Nein, ich wollte unbedingt Streichhölzer finden. La, 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 la. Romantische Stimmung. Und da erscheint unser Büchlein. Was da wohl drin ist? Auf dem Deckel des Buches scheinen einige Dinge zu fehlen. Oh ja, dann werden wir doch mal hier ein paar Edelsteine reinproppeln. Na los. Nee, keine Puppe. Puppe du nicht. Hör auf, dich immer in den Vordergrund zu stellen. So, und nun? Setze das Bild auf den Buchdeckel wieder zusammen. Oh nein, klicke auf deine Edelsteine und vier. Oh nein.
Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Oh, das passt aber wenigstens schon mal. Jetzt muss ich nur mal gucken. So. Nee, den passt ja wieder nicht. Prima. Mhm, sieht sehr schön aus. Ja, kann ich mitleben, ja. Ihr auch? So, Moment, so. So. Ah, die unteren Dinger, die sind noch falsch. Verdammte Kiste. Moment, wie mache ich das am besten? Nee. Toll. Jetzt sieht das ja total lustig aus. Ah! Manu, ich mag sowas nicht. Also ich glaube, das ist wieder so eine Sache, die ich überspringen werde, weil ich mag diese Rätsel absolut nicht. Da habe ich einfach keine Geduld. Ich meine, ich bin ja echt schon ein sehr geduldiger Mensch. Ab und an zumindest. Aber solche Spiele... Na los, kann ich? Geschafft! Wow! Also, wir brauchen eine Rose, eine Sonnenblume, einen Kaktus und die Pilze. Sagst du mir irgendwas dazu? Nee. Also schmeißen wir mal die Sonnenblume schon mal rein. Den Kaktus. Die Rose. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie waren die Pilze rangekommen. Ach, was ist das denn? Moment, da muss ich nochmal gucken gehen. Oh, ich kann mir das Buch nicht mehr angucken. Aber es müsste hier sein. Okay, zurück. Also. Mhm. Aha. Kann ich mir nicht merken. So, ne? Grün und... Ja! Katschinga! So, die jetzt auch noch rein. Und fertig ist unser Süppchen. Haltet eure Schüsseln bereit. Fertig, jetzt brauche ich etwas, in dem ich den Trank transportieren kann. Ja, und wissen wir jetzt auch, wofür wir das gemacht haben? Die einzige Erklärung wäre ja... Na, Tatsache. Okay. Oh Mann, ich glaube, es wird langsam gefährlich. Danke für den Empfang. Juhu! Okay, hier brauchen wir Noten. Ah. Zack, 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 zack. Und dann? Es könnte sich etwas Interessantes in dem Bienennest befinden. Ich muss ein Loch hineinschneiden. Und wir haben immer noch unser Messer. Wie lange wir unser Messer haben, wa? Oh ja, cool. Ich muss das Schwein irgendwie zerbrechen. Kann man auch sehr zweideutig gerade sehen, ne? Ich muss das Schwein irgendwie zerbrechen. Flachwitz, alles ducken bitte. War das hier oder da? Ich glaube hier. So, rein mit uns. Los, hopp, hopp. Und dann der Narr und die Baumfigur. Und nun kriegen wir die Noten wahrscheinlich. Komische Noten. Oh, sorry, zu weit. Miep. So, dann rauf. Oh mein Gott. Um die Melodie zu spielen, klicke auf die Tasten mit den tanzenden Figuren in der Reihenfolge, wie die Noten es vorgeben. Wenn du einen Fehler machst, musst du von vorne beginnen. Okay, welcher war eben? Hier in Mitte. Ähm.
Hä? Und... Hä? Ach nö. Moment. Miep. Miep. Hm? Hm? Ach da. Ha, meine Schwester hilft mir. Mohaha. Oh nein, jetzt habe ich nicht hingeguckt. Nee, war zuerst? Nein, jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen. Toll, danke. Moment. So. So, Moment. Hä? Hä? Und hä? Oh Gott. Hä? Oh, wie lange denn noch? So, Moment. Der. Und der letzte war... Oh, oh mein Gott, hört doch mal auf jetzt. Der? Hä? Nee. Da und der, ne? Oh Mann! Also, Hä? Und jetzt habe ich es vergessen. Verdammt. Hoch übersprungen. Ich hätte jetzt wieder komplett von vorne anfangen müssen. Sorry, aber... Ne? Oh, was ist denn hier jetzt los? Ah, die Puppen müssen wir hier doch einsetzen. Oder auch nicht? Ich muss die Ringe drehen, um das Beet wiederherzustellen. Also jetzt wird es langsam echt nervig. Moment, wie musste das sein? Ah, okay, so. Oh, prima! Wuhuhu! Hä, und nun? 3, 3, 3. Hä? Achso. Ne, geh mal wieder rein hier. Puppe, rein! Ich brauche 3 Puppen. Achso, okay. Ich habe aber nur 2. Gehen die auf? Okay. Ich vermute, diese Puppen, wenn es wirklich Puppen sind, sind aus einem ganz speziellen Grund hier. Wenn ich so etwas in, wie ein Netz auf diesem Reifen binde, könnte ich so vielleicht die Puppe fangen. Ach, die fliegt da oben rum. Okay. Ja, was mache ich denn jetzt noch mit der Spinne? Ah, meine Schwester hatte voll die tolle Idee, und zwar die Spinne da einfach hinballern und dann funktioniert das Ganze. Boah, du solltest öfters mal dabei sein. Also, das ist ja unglaublich hier. Hello, Detective. Have you come for my performance? Want to take part in it? Nein. All these people also came to my performance to laugh and to humiliate me. Instead, they made laughing stocks of themselves. Unfortunately, Mr. Flatter won't be an actor in my theater. Never mind. I've got an excellent investigator in return. Are you ready to take part in my show, sir? No answer required. I already know the decision. What? What is it? Mr. Dudley told me that nobody would find the record. Damn doll. He can't complete a simple task. Go away. Go and take this record. I don't want to see you anymore. Hm? Und zwar BÄM! Okay. Kann ich irgendwas machen? Nee.
Okay, raus mit uns. Ja, das war's mit Weird Park Broken Tune, die Sammler Edition. Ja, ich finde, es ist wirklich ein gutes Spiel. Der Schluss hat mich jetzt ein bisschen genervt, muss ich ehrlich sagen. Also dann waren die Rätsel auf einmal so doof gemacht. Ich meine, mit dem Klavier, okay, so 4-5 Mal mache ich das mit, aber... Also 4-5 Durchgänge hintereinander, aber... Dass man dann schon beim 7. oder 8. war und wenn man einmal wieder was falsch macht, von vorne beginnen muss... Ja. Es gibt ja auch einen zweiten Teil von Weird Park. Habe ich aber noch nicht gekauft, muss ich mal gucken, ob ich das mache. Mal schauen, ich bin mir noch nicht so sicher. Und ich glaube, das läuft jetzt gerade in Dauerschleife ab. Das nächste Wimmelbildspiel wird vielleicht wieder etwas düsterer. Das hier war ja jetzt nicht so düster, muss ich sagen. Und es wird auf jeden Fall kein Clown vorkommen. Da könnt ihr euch sicher sein. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Let's Play wieder. Und bis dahin sage ich, bye!